Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Kinect Sports Rivals. Wir starten jetzt mal den Story Mode in der Adlerlegion. Stellen wir die Ausbildung des Trainers auf die Probe. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Beim letzten Mal haben wir ja... Ein neues Gesicht. Willkommen auf der Insel. Ich bin Blake von der Adlerlegion. Er ist der Kapitän. Das spielt keine Rolle. Wir Adler sind gerade das stärkste Team, also... Naja, neben dem Wolfsclan und der Viper-Truppe. Das ist Carmen, meine beste Spielerin und mein Vizekapitän. Er soll nur nicht abheben. So in der Art. Du willst also an einem Qualifikationsspiel mit den besten Athleten hier teilnehmen? Tja, warum auch nicht? Willig? Die Adler suchen neue Talente. Du wirst zwar noch keinem Team beitreten, aber einen guten Eindruck solltest du schon hinterlassen. Hier auf der linken Seite findest du weitere Informationen über die Zielvorgaben und Preise eines Events. Die Teilnehmer eines Events, ihren Rang und ihre Ausrüstung findest du auf der rechten Seite. So. Du kannst Ausrüstung oder Auto... Können wir uns da jetzt noch ein bisschen verändern? Ah ja, die Umkleide, sehr gut. Die habe ich gesucht. Willkommen im Umkleideraum. Hier kannst du freigeschaltete Ausrüstung ansehen und hier kann man noch mal die Fähigkeiten deiner Ausrüstung an. Die Leisten zeigen dir die Stärke und die Aufladungsrate. Zeit, dich für das nächste Event auszurüsten. So, haben wir den noch so. Day one. Welch zeitloses Modestatement. Zeitlos. Passt wie ein übergroßer Handschuh. Ah, wir nehmen mal die hier, sieht ganz nett aus. Oh, naja, nicht wirklich. Ach, wir lassen es jetzt einfach. So, haben wir hier noch. Zünde den Turboschub und hänge die Verfolger. Mit Turboschub, super. So. Die anderen müssen wir wahrscheinlich erst freikaufen, so wie ich das gerade sehe. Aber der Turboschub sollte uns erstmal reichen. Und spielen. Oh, Ricardo. Na, schauen wir mal. Irgendwie ähneln wir uns so ein bisschen, oder? Sehe ich das falsch? Naja, mal schauen. Jetzt geht es erstmal los hier. Wir fahren zu mehreren, mit mehreren Leuten, aber sind Loten. Zu zwei sind wir. Alles klar. Nee, mehrere. Okay. Aber ein privates Battle gegen Ricardo. Auf die Plätze. 3, 2, 1. Los geht's. Gleich mal hier vorbeiziehen. Du weißt echt, wie man damit umgeht. Klar. Warum nicht? Yeah. Schick. Nutze das Power-Up. Nein. Ich kann ja nicht dahin gucken, wo der Ricardo steckt. Aber ich glaube, ich bin ganz gut vorne. Nutze das Power-Up. Oh Mann. Hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ja, trotzdem, der ist noch nicht da, der Kamerad. Lang, den anderen da nur die Stöcke im Weg, die Stämme, die bin schon so oft drin gebrettert in der Demo. Ich hab mir so viel versaut damit. Ja, zeig's dem Publikum. Letzte Runde. Ja.
falsche Richtung. Nein! Ich dussel! Schön noch zum Schluss alle versauen. Alles. Den Sieg holen wir uns. Um hier! Oh ja! Perfekt. Zwar knapp, aber perfekt. Deine Hände noch mit. Sehr schön. Wake Race Sieger, gibt's gleich einen Erfolg. Ich wusste, du hast was drauf. Wir nehmen dich ins Team auf. Dann können wir. Kapitän, immer langsam mit den Neuen. Stimmt. Du willst sicher auch sehen, was bei den Wölfen und Vipern los ist. Bis bald. Gute Arbeit. Wölfe und Vipern? Wer ist das denn? Zeit, deine Prämien einzufahren. Du kannst sie später für neue Outfits und Ausrüstung ausgeben. Fans verbessern deine Liga-Platzierung. Du bekommst wenige Fans fürs Antreten, mehr jedoch, wenn du das Publikum begeisterst. Sport-EP sind ebenfalls nützlich. Sie messen deine Erfahrung in jeder Sportart und werden für neue Outfits oder Ausrüstung benötigt. Durch EP lockst du ebenfalls Sponsoren, die dir Vorteile bringen. Und neuen Kram freigeschaltet. Gar nicht mal so übel. Schließe Events mit den Inselteams ab, um Spielmodi freizuschalten. Alles klar, wir machen mal direkt weiter. Du kannst die Insel erkunden und dir einen Überblick über die Konkurrenz verschaffen. Streck die Hand aus, schließe sie und schiebe die Karte. Nach Auswahl eines Sport-Pop-Ups werden die Empfehlungen dieses Sports angezeigt. Die Schlagzeilen findest du im Pop-Up mit den Top-Empfehlungen. Du wirst natürlich Pop-Ups deiner Rivalen sehen und von Leuten, mit denen du gespielt hast. Du kannst so den Fortschritt beobachten und in ihre Events einsteigen. Falls sie online sind, kannst du sie zum Spielen einladen. Du kannst auch mittels Sprachbefehlen zu den Empfehlungen springen. Sage zuhören, um dir eine Liste der Sprachbefehle anzusehen. Wake Race? Wo haben wir denn Bowling? Hier unten? Bowling geht leider noch nicht. Schade. Für Bowling muss ich noch ein bisschen spielen. So. Muss ich da Wake Race fahren oder reicht da auch? Also gucken wir mal. Wahrscheinlich muss ich jetzt mal klettern. Ja, na, ich würde mal sagen, klettern werden wir dann einfach in der nächsten Folge machen. Ich sehe, muss wieder ein Training her. Ja, Leute. Dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schreibt was runter. Wenn ihr es selber habt, schreibt vielleicht euren Namen drunter. Dann können wir mal eine Runde gegeneinander fahren. Oder was auch immer, gegeneinander Bowling spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert, erzählt weiter. Euer No Real Life TV Team. Bis dann, ciao, ciao.